Guten Tag, liebe Zuschauer, zur Märzsendung von M3, Ihr Magdeburger Monatsmagazin im offenen Kanal. Folgende Beiträge haben wir diesmal für Sie vorbereitet. Wir haben die neue Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum für Sie besucht. Wir stellen Ihnen ein neues Bienenprojekt engagierter Kleingärtner vor. Und wir präsentieren Ihnen fotografische Impressionen aus der Wunderkammer. Viel Spaß in der kommenden halben Stunde. Harald Hauswald gehörte in der DDR zur ersten Riege bekannter Pressefotografen. Der Verfall in den 80er Jahren blieb auch ihm nicht verborgen. Ungeschönte Alltagsaufnahmen aus der DDR wurden immer mehr zu seinen wichtigsten Motiven. Abgedruckt wurden sie damals kaum. Szenen, die manchen zu alltäglich waren, um sie zu fotografieren, ungeschönte Bilder von Einsamkeit, Alter und Verfall oder Bilder von Liebe, Lebenslust und Herausforderung. Das waren die Motive, die den Fotografen Harald Hauswald in den 1980er Jahren interessierten. Er zog vornehmlich durch Ost-Berlin und fotografierte, was ihm vor die Linse kam. Harald Hauswald hat sich Motive ausgesucht, die jetzt der, ich sag's mal in Anführungsstrichen, der normale Fotograf oder der normale Bürger, Mensch, der Fotos macht, nicht ausgesucht hätte. Ja, er zeigte ungeschönt Häuser beispielsweise. Man denkt, das ist kurz nach dem Krieg. Nein, es war 1987 zum Beispiel. Ja, er zeigte Einsamkeit. Da gibt es innerhalb dieser Ausstellung eine Fläche, die auch Einsamkeit überschrieben ist. Das geht einem durch und durch, wie er das macht, wie er das zeigt. Eine alte, gebückte, ältere Frau, die über die Gleise geht. Einsamer geht es gar nicht. Ja? Und das alles in einem Schwarz-Weiß, in einem Ton. Es ist berührend, sag ich mal. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn man gefragt wird, was ist die Farbe der DDR, was assoziiert man als erstes? In meiner Familie kam dann Rot oder dies oder jenes. Es kam aber auch die Aussage Grau. Diese verschiedenen Grautöne. Graue Häuser, graue Straße, graues Wetter oftmals. Naja gut, fürs Wetter kann man nichts. Das ist jetzt auch grau. Aber dieses Grau ist doch eine ziemlich dominante Farbe. Und das bringt Harald Hauswald mit diesen Fotos meiner Meinung nach fantastisch rüber. Aber man sieht auch, beispielsweise gerade bei Jugendlichen, ja, diese eine Fläche, die sich mit den Jugendlichen in der DDR, Jungsein in der DDR beschäftigt, dieses stellenweise hoffnungsfrohe und auch trotzige. So, ihr könnt uns gar nichts, wir machen doch, wir setzen das durch oder wir setzen unser Leben durch, wie wir das gerne uns vorstellen. Sieht man hier oben auf dem Foto neben dir hier? Zum Beispiel, ja, das sieht, erstmal sieht es trist aus. Finde ich. Ja, also es ist, obwohl solche Häuser, solche Gebäude gibt es heute noch, die sehe ich heute noch stellenweise auf Dörfern. Aber trotzdem, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Sieht trist aus, aber es hat keinen traurigen Eindruck für mich. Ja, die Jugendlichen, die sind so ganz bei sich und ich denke, die werden ihr Ding da heute machen noch in diesem Kulturhaus. Ja. Dabei stammt Hauswald gar nicht aus Berlin. Aber er ist dann nach Berlin gegangen, schon erst ursprünglich, also Jahrgang 54, ist in Radebeul geboren, ist dann nach Berlin gegangen und hat dort auch für Medien gearbeitet, hat also auch Zeitungsfotografien gemacht und solche, also Pressefotos. Und hat dann sozusagen als Nebenprodukt oder als, weiß ich nicht, ob man das als Nebenprodukt bezeichnen kann, diese Bilder, die er mit ganz wahren Augen gesehen hat, zum Glück festgehalten. Ja, und das Besondere an dieser Ausstellung ist ja die Kombination dieser Fotos mit den Texten von dem Historiker Stefan Wolle. Auch ein DDR-Urgewächs, Jahrgang 50 und auch hier in der DDR geboren, ist Historiker und leitet jetzt in Berlin das DDR-Museum. Und der hat ganz schöne Texte dazu gemacht. Nochmal manches auf den Punkt gebracht, manches zum Denken angeregt. Und das richtig Spannende möchte ich jetzt mal den Zuschauern gerne mal ans Herz legen, sind die QR-Codes. Die zeigen, also wenn Sie diese Ausstellung besuchen, bitte vergessen Sie Ihr Smartphone nicht, diese QR-Codes
führen nämlich dann zu kleinen Interviewsequenzen mit Harald Hauswald, wo er die Situation dieses Bildes oder dieses Hauptfotos der Flächen erläutert. Mhm. Ja, und dann noch mal ein paar Worte dazu sagt. Letzte Frage, ist er nicht manchmal denn mit seinen Fotos, die doch nicht so, sagen wir mal, auf Parteilinie lagen, nicht auch angeeckt? Der hatte Probleme. Es gibt einen operativen Vorgang gegen Harald Hauswald, Radfahrer. Da gibt es auch einen Film dazu, kann man sich auch anschauen. Natürlich ist der angeeckt. Also da gibt es eine Fläche, die heißt Lüge. Da sitzen Menschen, ja, und im Hintergrund stehen wieder wunderbare Parolen. Ja, also das möchte ich nicht weiter kommentieren. Das Bild spricht Bände und für sich. Ja? Also das hatte man natürlich zu DDR-Zeit nicht wirklich fotografieren können und schon gar nicht veröffentlichen. Wenn man nichts selber entwickelt hat, da musste man die Fotos, gut, er hat es höchstwahrscheinlich selbst gemacht, aber wenn man sie dann weggebracht hat zum Entwickeln, das kam dann manchmal auch nicht so gut. Ja, also ich kenne es zum Beispiel aus dem Freundeskreis, der hat sich extra eine Dunkelkammer eingerichtet, weil er eigentlich ganz privat seine Fotos für sich machen wollte. Ja. Genau wie ich. Sehen Sie, genau so ist es. Das Dokumentationszentrum präsentiert die Ausstellung noch bis 7. April in der Gedenkstätte Moritzplatz. Auch heute noch begegnen Sinti und Roma Vorurteilen und negativen Klischees. Die Stadtbibliothek erinnert jetzt an ihr Schicksal in der Nazizeit und danach. Die bewegende Wanderausstellung Rassendiagnose Zigeuner zeigt die Ausgrenzung und Entrechtung dieser Minderheit bis zu ihrer systematischen Ermordung. Bis zu 500.000 Sinti und Roma, so schätzt man, wurden bis 1945 ermordet. Auch den in Magdeburg lebenden Sinti und Roma erging es nicht anders. Für die Sinti und Roma wurde bereits Mitte der 30er Jahre ein sogenanntes kommunales Zigeunerlager eingerichtet. In der Nähe des heutigen Floraparks auf dem Silberberg, in den Außenbezirken von Magdeburg. Und dort hat man die Sinti und Roma aus der Stadt und auch aus dem Umland systematisch zusammengeführt und gezwungen, dort in diesem Zigeunerlager zu leben, bis zu ihrer Deportation 1943. Die Umstände waren denkbar schlecht. Es gab einige baufällige Wohnwagen, es gab unzureichende hygienische Bedingungen. Also es war eine Form von Entrechtung und Ausgrenzung, die Minderheit erfuhr, die sagen vor der Ermordung stand. Wir mussten dort hausen, waren auch nicht berufstätig, die Kinder konnten die Schule nicht besuchen, vor allen Dingen aber die besonders ungünstigen Wohn- und hygienischen Bedingungen haben dazu geführt, dass dort elende Zustände herrschten. Also dieser Entrechtungsprozess findet eben seit 1935 gezielt statt. Die Bewohner werden auch nach pseudowissenschaftlichen Kriterien rassenbiologisch untersucht und erfasst. Das ist auch etwas, was man nennen muss in dem Zusammenhang. Und man kann davon ausgehen, dass auch die Versorgung mit Lebensmitteln wie mit anderen üblichen Gütern, wie zum Beispiel frischem Wasser und dergleichen mehr Strom, kaum gegeben war. Deportiert werden etwas mehr als 450 Personen. Und das ist auch ungefähr die Einwohnerschaft des Lagers gewesen, also ungefähr 500 Personen. Nachdem das Dritte Reich zusammengebrochen war, hörte die Diskriminierung der Sinti und Roma allerdings nicht auf. Wie ich auch aus eigenem Erleben weiß, weil ich in Berlin am Stadtrand nicht weit weg vom sogenannten Zigeunerlager wohnte. Ich weiß noch, wie man uns Kindern sagte, geht da bloß nicht hin. Also zunächst einmal ist die Ausgrenzung, die sich fortsetzt nach dem Krieg und auch der lange Kampf um Anerkennung als Teil der Gesellschaft oder auch als Opfer des Nationalsozialismus, auch Teil dieser Ausstellung. Also die sogenannten Zigeuner werden nach wie vor mit den gleichen Karten polizeilich erfasst, wie das vor dem Krieg der Fall war. Sie werden registriert, sie sind als fahrendes Volk den Behörden suspekt. Und insofern, denke ich mal, unterscheidet sich ihr Schicksal schon von dem der jüdischen Bevölkerung, die entweder nicht mehr existent war in den jeweiligen Regionen
und natürlich auch vorher nicht den Ressentiments wie eben Sinti und Roma ausgesetzt war, dass sie also pauschal als Gangster oder so etwas verdächtigt wurden, eben als fahrendes Volk. Von daher kann man da schon Unterscheidungen treffen. Und eben ein wichtiger Teil dieser Ausstellung ist auch, besteht daran zu zeigen, wie lange es gedauert hat, bis man auch auf höchster Regierungsebene zum Beispiel bereit war, eine Opferanerkennung zu leisten. Es gibt zum Beispiel Darstellungen in Tageszeitungen, wo man so eine fast lustige Darstellung hat dieses Zigeunerlagers, wo so von den kleinen lustigen braunen Menschen die Rede ist, die am Rande der Stadt leben. Also ich denke, man wird davon ausgehen können, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung ganz froh war, solche Störenfriede oder potenziellen Gefahren auch los zu sein aus dem Alltag, dass sie aus dem Alltag verschwunden waren. Auf der anderen Seite wird man aber auch bedauert haben, bestimmte Dienstleistungen nicht mehr gehabt zu haben. Das ist eben tatsächlich der Verkauf in einem fahrenden Gewerbe, Unterhaltung. All das sind ja auch Dienstleistungen, die früher von der Minderheit klassischerweise erbracht werden, Schaustellerwesen und so weiter mehr. Also da Musiker, um auch da so klassische Bilder zu nennen. Das wird sicherlich auch wahrgenommen worden sein, aber wie bei anderen Ausgrenzungsmaßnahmen im Dritten Reich ist es so, dass man auf so eine stillschweigende Zustimmung auch setzen konnte, denn man hatte ja sozusagen die Gesellschaften ein Stückweise im Sinne der Nazis bereinigt. Und im dritten Teil wird dargestellt, wie also insbesondere in der Bundesrepublik über Bürgerrechtsbewegungen diese Auseinandersetzung um Anerkennung als Teil der Gesellschaft geführt wird, bis in die Gegenwart. Das sind ganz eindrucksvolle Bilder und auch Geschichten, die man dort erfährt. Erzählt wird vor allen Dingen auch aus der Perspektive der Opfer mit historischen Familienfotos. Das ist chronologisch gegliedert. Man fängt also unten im Haus an und geht dann über vier Etagen nach oben oder fährt mit dem Fahrstuhl. Nur in der Etage für Familien und Kinder haben wir die Ausstellung nicht gezeigt. Ansonsten findet sich auf allen Etagen ein Bestandteil. Und wer sie sehen möchte, sollte sich beeilen, denn sie geht nur noch bis zum 29. März. Das Kulturhistorische Museum widmet den 20er Jahren, als sich Magdeburg quasi neu erfand, eine neue Sonderausstellung. Sie bildet den Auftakt für ein Jahr voller Veranstaltungen, die Magdeburger Moderne der 20er Jahre feiert. Bis 1933, als die Entwicklung ein jähes Ende fand, erregte die Elbestadt damit reichsweite Aufmerksamkeit. Früher und konsequenter als jede andere deutsche Großstadt stellte sich Magdeburg nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs neu auf. Den schwierigen Rahmenbedingungen trotzend wurden Visionen und Pläne für das neue Zeitalter entwickelt, mit tiefgreifenden Neuerungen. Die neue Sonderausstellung bietet einen prägnanten Überblick über diese Entwicklung und stellt die entscheidenden Akteure vor, die diese Zeit prägten. Kurator der Ausstellung, die Magdeburg als Reformstadt erkennbar macht, ist Michael Stöneberg. Also ich bin jetzt vor 4 Jahren gekommen auf diese Stelle, die ausgeschrieben war und für die jüngere Geschichte von Magdeburg und habe mich dann intensiv beschäftigt mit der Stadt und es sind ja gleich dieses Thema 20 Jahre ist aufgekommen, schon mit großen Plänen und dann unserer Kreilausstellung und jetzt im Bauhausjubiläumsjahr diese Sonderausstellung. Mich hat das Thema vorher schon beschäftigt. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über die 20er Jahre moderne Architektur, genauer gesagt die Architekturfotografie dieser Zeit. Und daher kannte ich Magdeburg schon als Stadt mit modernen Siedlungen. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man dann sich intensiv mit so einem Projekt beschäftigt. Ich wohne in einer 20er Jahre Siedlung in Magdeburg und konnte mich anhand des reichhaltigen Materials, das wir hier haben, auch im Stadtarchiv haben und fantastischen Fotos übrigens zu dieser Zeit, da sehr tief rein vertiefen. Ja. Aber muss ich schon klar machen, Magdeburg war eine der Großstädte. Magdeburg hatte damals schon 300.000 Einwohner, ja, also gehörte zu den großen Städten im Land und
hat seinen Platz gehabt als Industriestadt, war bekannt als Industriestadt und hatte natürlich auch immer schon gedacht, dass man eigentlich mehr wahrgenommen werden müsste, weil man ja im Mittelalter diese eine der Megametropolen war, nicht? Und diese schlimme Zerstörung überwunden hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg. Aber es ist eine Stadt, die doch sehr gelitten hatte unter diesem Festungsstatus. Das haben die Preußen Magdeburg eingebrockt nach dem Dreißigjährigen Krieg und hat die Stadt wahnsinnig behindert in der Entwicklung dieses Festung und das bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist also, wenn man sich ein bisschen umschaut, wie sind die Großstädte, wie haben die sich entwickelt, dann war es eigentlich der Normalfall, dass nach dem der französischen Besetzung und den Befreiungskriegen nicht dann die Stadtbefestigungen abgebrochen wurden, weil man sagte, das brauchen wir nicht mehr und hat dann Ringstraßen angelegt, Parks, wo vorher die Wälle waren und die Mauern. Und in Magdeburg wurde die Festung noch verstärkt, wurde vergrößert und so weiter. Nicht? Und dann, also ich würde sagen, mindestens 50 Jahre verspätet dieses Entfestigen der Stadt begonnen hat. Und dadurch war klar, was man hier sehr, sehr viel Handlungsbedarf hat, als dann endlich die neue Zeit, dieser starke Umbruch nach Ende des Ersten Weltkriegs dann losging. Naja, es ist hart auszuwählen, weil es so ein vielschichtiges Thema ist, so breit. Und unser Anspruch war ja schon, einen Überblick zu geben über dieses Magdeburg der 20er Jahre und auch nicht nur die Moderne zu gucken, was ist in Bezug zum die Stadt, was ist in der Zeit passiert und es ist ja für das 100 Jahre Weimarer Republik auch sehr relevant. Man muss sich da so rangehen, sich klar zu werden, was sind die wichtigen Entwicklungen, was sind auch vielleicht Personen, um dann zu gucken, wie kriegt man das in die Ausstellung rein. Ja, und es darf am Ende auch nur so viel sein, dass man es noch schafft, das durchzugehen und einen Überblick zu behalten, sozusagen den Wald vor lauter Bäumen auch noch irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Und dazu spielen dann letztendlich aber schon auch Texte eine Rolle und das ist schon auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also auf einen Punkt, deshalb die Frage nach einem, was ist denn Ihr Lieblingsobjekt oder was ist sozusagen das Schlüsselobjekt, das kann man hier tatsächlich gar nicht sagen, weil es so viele Aspekte umfasst, diese Modernisierung der Stadt und auch eben soziale Aspekte, nicht nur bauliche Aspekte, politische Aspekte. Und ja, deshalb haben wir eine neue Collage machen lassen von unseren Gestaltern, um viele Bilder zusammenzubringen. Aber die Collage ist ja eine Kunstform der 20er Jahre, gerade die Fotokollage, Fotomontage. Und ja, so gibt es also ein Gesamtbild, das also auf den ersten Blick modern, ja, als moderner 20er Jahre erscheint diese Collage, gleichzeitig aber aus vielen Facetten zusammengesetzt ist. Die nimmt auch das 250-seitige Buch auf, das reich bebildert, die Zeit umfassend Revue passieren lässt und die Exponate der Ausstellung vorstellt. Bis zum 16. Juni hat man Gelegenheit, in die Magdeburger Moderne der 20er Jahre einzutauchen. Autofahrer haben es zuerst bemerkt. Ihre Windschutzscheiben bleiben sauber, anders als vor vielen Jahren. Die Insekten verabschieden sich. Pestizide und aufgeräumte Gärten machen ihnen das Leben schwer. Kleingärtner aus dem Schöppensteg wollen sich damit nicht abfinden und möchten vor allem den Bienen neue Lebensräume schaffen. Denn das Bienensterben wird zu einem immer größeren Problem. Gartenfreunde aus der 1920 gegründeten Sparte Klosterbusch haben sich vorgenommen, dem Sterben Einhalt zu gebieten. Gartenleerstand ist leider auch in dieser Anlage ein Problem. Doch das soll nicht so bleiben. Ihr habt jetzt ein interessantes Projekt hier in Vorbereitung und angestoßen, auch schon ein bisschen was veröffentlicht. Es geht mehr oder weniger um Bienen. Was habt ihr euch da vorgenommen? Es geht eigentlich mehr um Bienen anstatt weniger. Also wir haben uns vorgenommen, wir wollen aus zwei Gärten Bienenreservate erschaffen. Problematik bei den Bienen ist ja die Wildbiene. Die ist ja momentan so weit runter vom Bestand her, dass sie kurz vorm Aussterben steht. Man rechnet damit, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten fast ein Drittel der Wildbienenarten ausstirbt. Und dagegen wollen wir was tun und haben hier die Möglichkeit, den Platz
und hoffen, dass uns Leute unterstützen auch dabei. Wie gesagt, wir sind auch auf Spenden und auch vor allem Spendengelder angewiesen, um das Ganze umzusetzen. Ihr wollt ja auch ein paar der leerstehenden Gärten für diesen ganzen Zweck mit nutzen. Da steht euch aber doch noch eine ganze Menge Arbeit bevor, um die erstmal wieder ein bisschen ansehnlich zu gestalten. Na, ich sage mal, einfach kann jeder. Die beiden Gärten, die werden wir ja nochmal im Beitrag zeigen, sind total runtergewirtschaftet, sogar so weit, dass wir Gebäude abreißen müssen. Und Arbeit ist viel da, das stimmt, aber es ist alles machbar. Das soll ja auch jetzt, sagen wir mal, kein englischer Rasen, das soll ja auch ein bisschen so gestaltet werden, dass die Insekten, die Bienen und vielleicht auch andere angelockt werden. Ja genau, also wie gesagt, Rasen ist das gute Thema, alle Mann rasen, aber da hat die Biene nichts von. Und wir wollen den Garten eben so herrichten, genau, danke, dass die Bienen auch Nutzen davon haben und wir auch als Kleingärtner. Also wie gesagt, die Biene ist ja für uns als Kleingärtner auch in der Sache interessant. Die Biene ist das drittwichtigste Wirtschaftsvolk nach Rind und Schwein, die ganze Erntebestäubung, das ist das Hauptthema eigentlich der Biene. Du sieht man ja hier in dem Garten, wo wir uns gerade befinden, schon zwei, sagen wir mal, ja, wie heißen diese Kästen eigentlich? Das sind Bienenbeuten, Magazinbeuten. Dort werden, das sind aber Kästen nicht für Wildbienen, sondern für Honigbienen. Wir haben uns entschieden dafür, dass wir Honig und Wildbienen ansiedeln. Zum einen, die Wildbiene bringt keinen Honig. Für uns als Gärtner nur, was heißt nur den Vorteil, bringt den Vorteil, dass es alles bestäubt wird. Aber wie gesagt, die Honigbiene ist dafür da, dass wir auch Honig gewinnen, nicht in der Masse wie ein kommerzieller Imker, sondern wir wollen unser Projekt ja weiterhin ausbauen und gehen darüber über den Honig. Das heißt, hier werden also sicherlich noch eine ganze Menge weitere Beuten denn dazukommen, ja? Ja, also Plan ist es, dies Jahr auf 20 Beuten zu kommen und dann werden wir schauen, auch, ob die Fläche ausreichen wird für weitere Beuten oder eben, ob wir andere Projekte oder andere Standorte finden, wo wir unser Projekt ausbauen können. Ziel ist es ja auch, im nächsten oder übernächsten Jahr mit Schulen, Kindergärten zusammenzuarbeiten, dort aber wie gesagt in Verbindung mit Wildbienen, dass man dort Wildbienen ansiedelt. Das ist ja euer Projekt so eine Art Crowdfunding, kann man sagen, ja. Wie wollt ihr die Spenden einwerben? Wie soll das passieren? Also wir sind ja nun dabei, die sozialen Medien zu nutzen. Wir haben Kontakte zu Firmen aufgebaut. Wir sprechen auch die Leute auf der Straße an. Wir waren gestern erst wieder unterwegs, haben die Leute oder den Leuten erstmal klargemacht, wer sind wir, was wollen wir und warum machen wir es hier? Ja, wichtigster Punkt ist jetzt hier nicht nur das Spenden sammeln, sondern diese Aufklärungsarbeit, die wichtig ist. Wir haben sehr, sehr viele positive Feedbacks bekommen von Leuten, aber die Unterstützungsbereitschaft fehlt hier noch und das geht eben nur in Form von Aufklärung. Und da können wir euch eigentlich bloß viel Erfolg wünschen, denn ohne die Biene stirbt am Ende auch der Mensch. Da hast du wirklich recht, also die Biene ist unser Wirtschaftsvolk eigentlich Nummer eins, wenn man danach geht. Fleisch kann man alles ersetzen, da gibt es auch andere Sachen, aber wie gesagt, die ganzen Erträge durch Ernten ist die Biene wichtig. Jedes Brot muss irgendwo eine Biene gesehen haben, in Form von Getreide, die Befruchtung etc. Ansonsten pongern wir alle. Wir bieten auch jeden Unterstützer an, dass er guckt, was ist mit seinem Geld passiert. Wir sind regional, wir sind nicht irgendwo, dass Gelder in Afrika untergebracht werden für Pandabären, sondern das Geld ist hier in der Region, hier in Magdeburg. Und wie gesagt, hier kann man sich wirklich das Ganze anschauen. Was machen wir mit den Geldern? Wie läuft das Projekt an? Wir bieten auch Workshops an im Zusammenhang mit der Biene und um die Biene. Das findet man dann, wie gesagt, alles bei uns bei Startnext auf unserer Crowdfunding-Plattform. Bis Ende des Monats sollen 6.500 Euro zusammenkommen, um die Gärten umzugestalten und den Abriss alter Lauben zu finanzieren. Weitere Beuten wurden inzwischen angeschafft und die Bienen schwärmen fleißig aus. Innerhalb eines Jahres sollen knapp 10.000 Euro zusammenkommen, um weitere Bienenreservate zu schaffen und weitere Beuten und Zubehör wie zum Beispiel Honigschleudern zu kaufen. Wie man das Projekt unterstützen kann, erfährt man auf den eingeblendeten Seiten bei Startnext und Facebook. Wir wünschen viel Erfolg. Unzählige Tierpräparate schlummern in den Archiven und Magazinen der Museen, ohne dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis nimmt. Eine neue Sonderausstellung im Naturkundemuseum hat einige davon jetzt zu neuem Leben erweckt. Eine belgische Kunstfotografin hat sie aus dem Dunkel ans Licht geholt und präsentiert sie uns wie in einer Wunderkammer vergangener Zeit. Die Zusammenarbeit mit der Fotografin ist dabei eher zufällig zustande gekommen. Das ist ein Projekt, was initiiert wurde nach einer Führung durch unsere Sammlung
Blick hinter die Kulissen, die unser Präparator, Herr Andreas Seidel, durchgeführt hat. Und nach dieser Führung hat bei der Künstlerin Viona Illigems sich diese Idee, ein Fotoprojekt hinter den Kulissen mit Präparaten aus der Sammlung durchzuführen, ist dann gereift und wurde dann einige Zeit später praktisch umgesetzt. Damit begab sich Viona Illigems für sie aber auch auf Neuland, um die Präparate so lebendig wie möglich erscheinen zu lassen. Das ist ja mein erstes Stilllebenprojekt. Ich habe bis jetzt immer mit Models gearbeitet, Fashion Business. Und ich glaube, ich habe die Tiere und die Tierpräparate so behandelt wie echte Models eigentlich. Also ich habe die in schönes, neues Licht gestellt und deswegen wirken die wieder lebendig. Ja, es gab bestimmte Regeln, die man beachten muss, um diese Präparate anzufassen und zu behandeln. Also die sind sehr fragil eigentlich, also man muss wirklich damit aufpassen. Und der Präparator meinte, manche sind wirklich nicht so schön und die sind staubig und so ein bisschen sehen komisch aus, aber das fand ich interessant eigentlich und ich wollte die auch so abbilden. Die Tiere sind tot, aber man kann die von so vielen verschiedenen Blickwinkeln beobachten, dass für mich, dass sie wieder lebend sind. Also man kann die so oder so darstellen und das macht schon ein ganz großes Unterschied. Und viele von den Bildern, das werden Sie sehen, habe ich von oben fotografiert. Das ist ein Blickwinkel, den man normalerweise eigentlich nicht sieht. Also bei Tieren, man sieht die auf dem Boden oder fliegend, aber so von oben, das ist eigentlich unnatürlich. Also ich habe die wenig nachbearbeitet, weil ich finde, das ist sonst respektlos für die Natur. Hintergrund sauber gemacht, ein bisschen Textur da rein gemacht und Kontrast manchmal ein bisschen verhöht, aber nichts Eingreifendes. Für Präparator Andreas Seidel, der natürlich immer ein waches Auge auf seine Schützlinge hat, war das auch eine ganz neue Erfahrung. Ja, ich sehe das hochinteressant, weil wir als Präparatoren ja immer ein Stück, ich sag mal, Unsterblichkeit in die Sammlung hineintragen. Wir haben mit unserer Handschrift, die jeder Einzelne hier hat, auch einen Beitrag und ja, diese Sammlung wächst dadurch und auch der Respekt vor den Vorgängern und auch ihre Arbeit wird jetzt anders beleuchtet. Dadurch haben diese etwas älteren Präparate, die wir so in Dauerausstellung vielleicht überarbeiten oder restaurieren müssen, eine ganz andere Wertigkeit mit diesen Fotos. Sie müssen sich vorstellen, als Präparatoren haben wir die Einstellung oder die Verantwortung auch in diesem Magazinbereich, das Erbe zu schützen und auch weiterzuführen. Deswegen ist es ein Tabubereich für viele Leute eigentlich, die da gar keinen Zugang kommen. Viona kenne ich schon etwas länger und ich weiß ihre Sensibilität mit dem Umgang mit solchen Objekten. Und da haben wir das Experiment gewagt und es hat natürlich sofort hier gefunkt und das Ergebnis ist ja hier zu sehen. Das war hochinteressant zum Anfang, auch dieser Umgang. Und diese Entdeckungsreise für mich zu beobachten, wie Viona mit ihrem Auge die Sammlung sieht und ihre Motive aussucht, das war für mich auch interessant. Ich habe eine andere Sicht, wir haben alle eine andere Sicht, aber auch aus fotografischer Sicht ist es ja wirklich das Ergebnis dazu, ist ja sichtbar. Und für Sie, liebe Zuschauer, ist die Ausstellung noch bis 19. Mai sichtbar. Das war unsere Märzausgabe. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am Ostermontag wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.